So, hallo, guten Morgen. Ich war baden, ich habe gefrühstückt, ich habe einen kleinen Spaziergang gemacht und ich habe die Karten von gestern nicht alle erledigt, weil ich habe eigentlich fast nur korrigiert. Ich glaube, das ist der schlimmste Frosch, den ich in meinem Leben jetzt habe, das Korrigieren. Das heißt, ich muss heute auch noch aufs Konto gucken. Mein heutiger Frosch wird dann sein, immer noch Wanderführer Polyglott Mona. Schleppe ich jetzt schon seit Tagen mit mir rum. Und die YouTube-Freigaben für Polyglott Mona, ich glaube, dass ich gestern dann keins veröffentlicht habe. Ich muss mal nachgucken. Und ja, im Wanderführer Fotos und Infos und Links einfügen. Ja, das ist immer noch am Abend ein langes Monats-SUV-Reisen. Das habe ich gestern ja auch nicht gemacht. Korrigieren muss ich trotzdem heute Abend, aber das mache ich trotzdem nach den ganzen Sachen. Und wenn ich nach dem Korrigieren noch Zeit habe, dann mache ich noch die Badevideos und dann Tagebuch schreiben und dann lesen. Okay. Aber jetzt kommen noch die Sachen dazu von Samstag. Schauen wir mal, was ich hier habe. Also, der Samstag, das ist erledigt, das hat angefangen. Der 6. ist heute. ENIAC laden, das muss ich später machen, ja. Wieso ist denn die Buchzusammenfassung so weit vorne jetzt? Kommt doch da hinten hin, wo ich ins Bett gehe, wo ich lese. Hier, ganz ans Ende. Also ENIAC-Laden ist dann als eines der nächsten Sachen dran. Baden habe ich gemacht im Fluss und gefrühstückt habe ich. Das ist also morgen erst wieder dran. Lernpartnerschaft habe ich jetzt gleich mit Laura. Und am Nachmittag noch mit Valentina. Und Einkauf mache ich dann nach der Partnerschaft mit Laura. Und Wandern auch. Hier irgendwo in der Nähe. Und ein Short für Monas SUV-Reisen. Und danach den ENIAC-Laden. Und wo ist jetzt der Einkauf? Nee, der Einkauf ist da, wo der ENIAC geladen wird. Aber vorher gehe ich wandern. Okay. Also nach der Lernpartnerschaft gehe ich wandern und dann einen Short aufnehmen und dann ENIAC laden, dann einkaufen, dann aufs Konto gucken, dann mein Frosch, das ist Wanderführer Polyglott Mona heute. YouTube-Freigaben für Polyglott Mona. Die anderen werden erst morgen freigegeben für die nächste Woche. Wanderführer weitermachen. Ein langes Monats-SUV-Reisen, dann korrigieren und dann die hier editieren und dann Tagebuch schreiben, lesen. Oh, lesen. Hoffentlich klappt es heute Abend. Ich konnte gestern nicht lesen, weil ich nicht mehr in den Kindle reingekommen bin. Weil der hat mir dann, als ich mein Passwort vergessen hatte, eine SMS an eine französische SIM-Karte von mir geschickt, die ich gar nicht mehr habe. Deswegen konnte ich nicht mehr rein. Da stand dann nur, ich soll auf die und die Homepage gehen. Das ordne ich jetzt auf den nächsten Tag ein, dass ich morgen baden und duschen und frühstücken mache. Aber auf der Seite zum Passwort zurücksetzen. Also da war das dann mit der Nummer. Ja. Der 6. ist da ganz hinten vor den einmaligen Karten. Fünfter, sechster und der Samstag kommt nach dem Freitag. Freitag ist der 12., Samstag der 13. Ja, wirklich, ich habe nur korrigiert, also das war der Hammer. Ah, und ich habe noch zwei Engel gekauft. Weil
irgendwie sind zwei der Engel von Amazon nicht angekommen. Irgendwie wurde das zurückgeschickt. Ich habe keine Ahnung wieso. Und das riecht jetzt nach Räucherstäbchen. Und hier gibt es so einen esoterischen Laden und da gibt es Engel. Und da habe ich einen solchen. Und dann habe ich noch diesen hier. Und der muss natürlich super gut eingepackt werden, damit der nicht kaputt geht. Ich denke, der passt nicht in einen der Geldbeutel, die ich zum Schutz gekauft habe. Mal gucken, der, den ich gestern gekauft habe, aber ich glaube nicht, dass das da reinpasst. Nee, das geht nicht zu. Das habe ich mir schon gedacht. Und die anderen Geldbeutel habe ich in der Schule. Da weiß ich nicht, ob der da in einen reinpasst. Der passt auf jeden Fall. Der passt hier rein. Das muss ich noch abschneiden. Der innere Friede ist das solideste Fundament des Weltfriedens. Ich habe es jetzt vom Französischen ins Deutsche übersetzt, aber das hier ist Italienisch und das ist Spanisch, das hätte ich genauso können. Oh, es steht hier auch auf Englisch, Deutsch und das ist, glaube ich, Niederländisch. Innerliche Friede ist die meist solide Basis für Weltfriede. Ich will diese Sprache lernen, die ist so süß. Ich habe keine Zeit. Okay, das ist keine echte Schneekugel. Naja, ein bisschen funktioniert's. Ja, der muss in dieser Folie extra drin sein. Und hoffentlich kommt der sicher an, Mensch. Ja. Gut, dann werde ich mich mal an die Arbeit machen. Oh, in 2 Minuten ist Lernpartnerschaft. Dann einen schönen Tag, wenn ihr das morgens guckt und wenn ihr es abends guckt, dann einen schönen Abend, gute Nacht und bis morgen. Ciao, ciao.